Und was haben wir jetzt hier? Wir haben Marv's Toast. Das ist Box immer Target ziemlich spannend. Gegen G-Pipes. Das ist tatsächlich witzig, weil ich glaube, letztes Mal hat G-Pipes gegen Boff Target verloren. Aber ich persönlich finde, dass G-Pipes, also einfach von den Results in letzter Zeit, eigentlich besser sein sollte als Boff Target. Ich weiß leider nicht, wie ihr deren gesamter Set-Record ist. Aber das scheint auf jeden Fall ein Match zu sein, was G-Pipes droppen könnte. Man muss halt auch dazu sagen, es sind halt Marv-Toasts. Ja, ja. Es ist halt das most janky Matchup. Es ist auch so einer der funniest Matchups einfach. Ich finde es eines der besten zum Zuschauen auf jeden Fall. Ja, also selber spielen mit welchem Material. Selber spielen ist auch super witzig einfach. Es ist als nicht Marvman ist es bestimmt geil. Ich glaube, als Marvman hasst man es. Ja, ja, als nicht Marvman ist es super hilarious, aber als Marvman traumhaft. Machen wir noch Warm-Ups. Ich glaube, Boff Target ist. Verdammt, ich weiß gar nicht, wer schwarz und wer blau ist. Puh. Wie spielt der Boff Target immer? Ich glaube, Boff Target ist blau. Ich glaube, G-Pipes war schwarz. Ja, ja. Die Hände werden noch gewärmt. Ja, also es könnte auf jeden Fall in beide Richtungen gehen, dieses Set. Aber nach der Performance von gestern ist G-Pipes natürlich der Favorit. Mhm. Ja, aber so Boff Target so, manchmal hat er halt solche Tage, weißt ja, du, so, wo das komplett geisteskrank ist, so aus dem Nichts. Und wir starten direkt auf das Stadium, ja. Also wir werden auf Stadium auf jeden Fall sehr viele juicy Tipper auf der Plattform sehen. Ja. Ist leider ein Match, was ich nicht so gut verstehe, aber ich werde mein Bestes geben. Ich glaube, niemand versteht es. Ja. So, du down-tiltest meistens im Neutral und ansonsten machst du so irgendwelche janky Mix-Ups. Ja, und das ist eine... Was? Ja, geil. Stark. Es sind die Berlin Playoffs, aber es ist Boff Target aus den Staaten und G-Pipes aus Kanada. Haben wirklich ein bisschen internationale Konkurrenz. Hier wird entschieden, welches Land besser ist. Ja. Im Marv-Sito. In den Lido Playoffs in Berlin. Besser könnte es nicht sein. Schön. Ich finde, Marv Edgegarden ist ja als Marv dann auch. Ich weiß nicht. Das ist so weird alles. Ja, entweder das funktioniert gar nichts oder du kriegst für den Tipper auf 30%, ne? Also so sieht es für mich halt immer aus. Ja, ja. Und so einmal irgendwie so falschen Throw, die halt kassierst Tipper und die ihn raus und bist tot. Ja, wie das gerade aussieht, sieht es aus wie letztes Mal, als die beiden gespielt haben. Boff Target auf jeden Fall mit einem guten Lead. Aber ich finde halt, G-Pipes macht halt Sachen, die Boff Target nicht macht. Also zum Beispiel finde ich G-Pipes Benutzung von Crouch Cancel sehr, sehr gut. Das war sehr gut. Wie gut ist in diesem Matchup jetzt echt? Das ist eine gute Frage. So, wenn du so einen Downtilt Crouch Cancel kassierst, halt nochmal einen Downtilt. So ein bisschen einfach gepiepst. True. Also wahrscheinlich kannst du das Downtilt, wenn du ganz, ganz nah dran bist, dann einfach Crouch Cancel grabben. Mhm. Aber wenn es gut gespaced ist, ist wahrscheinlich egal. Oder man kann einfach trotzdem Double Downtilten. Das ist eine gute Frage. Schön. Ja, die schönste Hitbox von Upsmash. Ah, schaut dir der Edgeguard, der sah irgendwie gar nicht so schwer aus. Aber 3-2 Stocks. Ja, er fängt wieder mit dem Downfield an. Ja. Oh, schön. Ich dachte kurz, er hätte sich umgebracht. Same. Ja, sah so tief aus. Ah, oh, Afro F-Mash, das ist das, was ihr sehen wollt. Ja, true. Das ist der Marvin Ditto Classic einfach. True. So, am besten du deist den Afro rein. Ja. Und dann erwartest du nochmal einen Afro, also ein Regrab Afro und deist es rein und dann kannst dann deist du raus, dann kommt der Tipper und du stirbst. Ja, leider. Die haben jetzt schon 3-1 Stocks auf Tage. Ich glaube, G-Pipes hat auch gerade etwas, eine Art von SD auf jeden Fall. Aber ja, sehr schwierig. Aber wenn man ein Matchup, ein Comeback macht, dann müsste man. Dann im Marvel, einfach auf so ein paar Fall. Tipper. So Afro F Smashers, damit kann G-Pipes noch gewinnen. Schöner Juggle, aber ja. Die Crouch Cancel Downtip war schön. Schöner Tipper. Lecker. Der sah gut aus. Das wollen wir sehen. Einfach so random Tipper im Neutral. Die werden aber auch echt nie alt, seit 2001. Es ist halt einfach immer nice. Ja. So irgendwie so ein Pun, so nach einer Combo ein Tipper, so kinder lame irgendwie so. Ja, aber so richtig ekligen Tipper im Neutral. Das wollen wir sehen. Oh, Uptilt, perfekte Hitbox? Nee. Ah, das reicht nicht. Nochmal? Na klar, mach das nochmal. Ja, das ist auch so eine schwere Position für Marv, ne? Wenn der andere Marv seine Forward der Space auf dem Schild und er ist in der Corner. Okay, das war's. Ja. Ja, sehr stark vom Boff Target. Nach dem Arcadium-Gewinner wirklich hier ein bisschen Schwierigkeiten, könnte man sagen. Vor allem die Sache ist halt so, du hast halt obviously auch keine Counterpicks. So wirklich in dem Matchup, weil es ist halt ein Ditto. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob er auf eine kleinere Stage geht. Ich würde tippen, nein. Wahrscheinlich Battlefield, ja.
Aber es ist auf jeden Fall alles Präferenz. Ist eigentlich doch schwierig, das zu predikten. Ich glaube, was G-Pipes machen muss, er muss, glaube ich, mehr den Jank embracen. Ja, er hat so wieder hier so einen Afro gemacht. Er muss einfach so diesen ekligen Afro machen. True. Und hoffen, dass Bob Target einfach rein die halt. Ja, Bob Target lässt sich halt wirklich kaum drauf ein. Bob Target macht den Jank. Er macht den Downfro into F-Smash. True. Und nicht halt diese Upfro-Sharking-Dinger, die G-Pipes macht. Ja, doch G-Pipes ist einfach daraus auf 91 gebracht. Also hat ihn ganz schön lange noch in Schach gehalten. Schön. Jetzt muss ich fragen, was macht man jetzt? Erstehen und ja. Ja, das ist der Gameplan. Ja, unfortunate von Bob Target, also er hätte auch gar nicht unter der Stage gefangen werden müssen. Vielleicht ein kleiner Error. Ja, dieses Forward-Spacing, ne? Damit kommt G-Pipes nicht gut klar. Aber was macht man denn da auch? Rollen? Wahrscheinlich. Sick. Ja, Double Down Tilt. Edge. Oh, was? Nein! Der F-Match hat nicht geklappt. Wie? Schön, aber ja. Marv Riders, ne? Ah, oh nein, nicht schon wieder. Ich fand die Berge da nicht so. Aber das natürlich das. Oh mein Gott. Oh, das war richtig schon von G-Pipes. Auch noch aus der Forward-Smash-Range raus gewesen. Konnte ihn jabben. Fast 200%. Ja. Oh, what? Er lebt immer noch. Und man kann Marv nicht edgeguarden, bekanntlich. Oh, doch. Geht. Ich dachte, er überlebt es noch, ich bin ehrlich. Same. Ja. Ja, ja, Mann. Ja. Das wollen wir. Ja, G-Files wird auf jeden Fall schlauer. Im Neutral einfach F-Smashen. Wenn du siehst, der Gegner will jetzt rein, kein Schnickschnack, einfach bam. Stimmt. Einfach rein. Ist ja auch eigentlich wirklich ein guter Konter so zu Marv Aerials, ne? Dass man einfach als anderer Marv F-Smash. Ja, das ist halt. Also, man kann auch meme, aber es ist halt legitim manchmal voll gut, wenn du weißt, der Gegner geht rein, ich call dir da einfach Auto und F-Smash ihn. Ja. Schön. Abwehr. Ja, schöner Juggle von G-Pipes. Ja, Bob Target. Keine Antwort darauf. Ja, das sieht schon wieder ganz anders aus, aber das erwartet man auch vom Marv-Matchup. Es ist halt wirklich ein Coin-Flip. Ja. Ja, das mögen wir. Ja, aber ich meine, wenn er weiß, dass G-Pipes gerne den Sweet-Spot macht, kann er auch mal in die Kante gehen. Ja, warten? Nee. Aber ich muss sagen, sieht doch ziemlich schwer aus, mal auf so Edgeguarden, ne? Ja, es ist legitim nicht einfach. Also besonders war halt die Down-Tilts, kann man bestimmt auch keinen Sweet-Spot. Und sehr schnell Smash. Das werden wir heute noch aufzeigen. Okay, er piekt ihn. Der Pizza. Nicht so geklappt, dieser F-Smash. Der jumpt rein. Er hätte einfach nochmal F-Smashen müssen. Er hat die Ledge einfach wieder gegeben. Ja. Oh, und dann kriegt er so viel Damage raus. Schmerzhaft. Warum der F-Smash? Hoffentlich ein bisschen F-Smash. Ja, Mann. Ah, hätte mein Shield drop müssen. Ja, die Downer hätte ich auch gemacht. Ja, fuck. Ich hätte einfach so lange gewartet, bis das Schild so immer kleiner wurde und dann. Ja, dieses Shieldbox-Hipper liebe ich auch total. Die macht Spaß zu hitten. Aber ja, komplett das Gegenteil vom ersten Game. G5 ist diesmal mit einer sehr, sehr guten Performance. Na, schauen, wohin Buff Target jetzt geht. Ich will ein FD-Set sehen. Ja, yeah, FD will ich auch sehen. What? Fountain? Okay, für den ganzen Bullshit. Bob Target will wirklich den Jank embrace. Ja. Ja, Mann. Aber ich mag es auch total, wie er das spielt. Also ich fühle es einfach unterhaltsam. Insane. Nicht für irgendwelche komplizierten Punishes gehen. Ja. Wir hören einfach beim F-Match auf. Also es muss ja auch so schwer sein, diesen Matchup nicht getiltet zu werden. Würde ich mir mal vorstellen. Ein Grab hat nicht gereicht. Wir probieren nochmal den zweiten. Leider auch Bob Target noch nicht so ganz mit dem Erfolg mit den Downhills an der Edge. Oh, schöne Vorder. Oh, wow. Was? Ich dachte, dass Bob Target noch klar auf die Stage kommt. Same. Sei jetzt nicht so weit weg aus. Ja, ja. Mann. Oh, das ist schön. Und schon wieder gleich schön. Ah, ja. Nochmal. Leider nicht den ersten Match bekommen. Schöner Shield Grab auf den Down Tilt. Ja. Oh, er hätte Juggle am Leben. Leider aus dem Nuff Match gemacht. Ja, leider mal ein bisschen stuck auf dem Boden.
Oh, oh, endlich macht er die... Oh, das war sick. Oh mein Gott, das endlich. War insane. Ja, wo das Downturn nicht funktioniert, funktioniert die Runner vor der anscheinend. Sehr, sehr stark Move auf Target. Das ist auch, was er gebraucht hat, Edge Guards hier vorzuführen. Der hat auch einen richtig guten Call-Out. Und G-Pipes lässt sich halt immer Zeit mit dem Recovery. Kommt ja immer richtig von weit unten, ne? Mhm. Weil das halt auf Target bisher nicht gepuncht hat. Und jedes Mal hat er auf Target gesagt, kein Bock mehr drauf. Ja, dass du jedes Mal free an die Ledge kommst, ich fick dich jetzt dafür. Ja, hat einfach die Stock dafür genommen. Jetzt ist die Frage, ob jetzt G-Pipes auch darauf adapten wird. Ah, schade. Also dringend den Sweet Spot. Aber die Prozent reinbekommen noch. Ja. Ich würde auch gerne mal sehen, dass sie mal anfangen an der Edge. Nein. Er wurde runtergeschubst. Ah, schade. Mann. Das Game sah super aus überhaupt Target. Aber immer noch holbar natürlich. Ja, es ist immer noch relativ even. Also. Du hast leider den Lead weggeworfen. Oh nein. Oh. Geiles Matchup. Es ist einfach das beste Matchup im Game. True. Der Counter. Der war auf Target. Wird zu schlau für uns. Ich kann gar nicht mehr nachvollziehen, was er gerade macht. Er braucht wirklich nur. Er hat es geschafft. Warum? Vor allem, das ist so der zweite Downtail, der geht. Das ist ja der erste. Ich habe noch nie jemanden countern sehen, in 5 Sekunden, nachdem der erste nicht funktioniert hat. Aber auf Target einfach mit mehr Mut als die meisten Leute hier. Ja, kommt er hoch? Oh, das ist huge. Oh, das ist huge, das ist huge. Ich dachte, er geht ihn einfach F-Smash. Ah! Tu es. Oh, F-Smash? F-Smash? Nein! Ja. Ah! Auf Target, bitte. Oh, oh, der Tipper! Oh. Die Smash-Up ist so dumm. Der Downthrow F-Smash. Er wusste, das connected. Aber schön anzuschauen. Der starke Wurf auf Target ist trotzdem SD, ist trotzdem noch geschafft, das zurückzubringen. Und auf diese Weise. Aber auch ein bisschen Spaghetti in letzten Stock, könnte man sagen. Das war halt einfach Peak Mafia für Gameplay. Die wussten beide, was sie machen. So muss man das Matchup halt spielen. Jo. Absolut, ja. Wahrscheinlich auf Target jetzt auch mit ein bisschen Confidence zurück. Interessant. Oh ja, ah, ich dachte, er kein Jump mehr. Ja, hätte er, glaube ich, den Juggle einfach am Leben halten sollen. Ja, die Dash-Tag misst leider ganz knapp. Ich finde, man muss diesen Afro immer die ganze Zeit regrammen, nochmal Afro, yeah, bis er einmal rauszieht und dann Afro. Das ist die beste Spiel. Das ist ein Peak-Punish-Game in dem Matchup. Killt das? Nee, noch nicht. Okay, diesmal die Edge. Warten und rollen? Nee, sofort rollen. Aber auch sehr, sehr scary, zugegebenermaßen. Abtilt? Ja, klar. Ja, das tötet. Der Bob auf Target, der lässt ja nicht verarschen. Der bleibt einfach auf dem Boden und macht seinen Abtilt. Bei mir ist halt auch super schwer, so als Marv zu landen. Ne? Ja, übel. So, bei die Downer, du hast so viel Landing Lag. Meistens willst du wahrscheinlich einfach nicht in Richtung Marv gehen, sondern halt irgendwie so mit Aerial Drift oder mit dem Airdash einfach weg. Ja. Weil du, du hast halt als Tool nur so Down Air, um runterzukommen, aber so hat man ja hier gesehen, Marv kannst auch spacen. Du kannst hier einen Abtilt und wirst dann eventuell auch weiter gejuggelt oder stirbst. Ja. Schöne Nähe, aber keine Edge Guard. Zu weit entfernt. Oh, ja, G-Pipes wird auch schlauer langsam. Er hat einfach sein Brain activated. True. Ich auch total vergessen, dass schon 2-1 über auf Target steht. Ich war gerade irgendwie unter dem Anschein, dass Game 5 ist. Ja, G-Pipes braucht dieses Game jetzt. Ja. Ah. Mm. Ja, ja, aber mir gefällt es auf jeden Fall. Schön. Back Row. Ja, oh, das war ein schöner Wait. Oh mein Gott, er ist in seinem Kopf. Oh, das wäre so sick gewesen. Das war, glaube ich, auch das richtige Spacing. Schön. Aber Kante hat er. Ja, wieder back in Uch. Mm-hmm. Yeah. Der Counter F-Smash. Beide stehen nebeneinander, sofort F-Smash. Aber stark. Oh, Runner vor der. Mm. F-Smash? Nein! Oh, oh. Nochmal! Die haben es endlich. Einer noch. Nein! Oh, nein! War doch vorne? Obwohl, das wäre da, glaube ich, komisches Spacing gewesen dafür. Ja, okay. Ja, die halt raus. Nein! Bob Target! Ja, ich sehe ganz, ganz oft, dass es Marvin jetzt passiert, dass sie bei der Runner vor der sich selbst umbringen oder ihre Abi dann nicht mehr in die Kante schaffen. Das ist anscheinend doch ein bisschen tighter, das Fastball-Timing, als man denkt.
Oh, schönes Downtilt. Hat jetzt zwei Tag-Optionen gecovert. Ich finde es halt irgendwie so witzig, wenn man sich so das Set irgendwie anschaut. Ich habe so das Gefühl, wirklich, wenn die für kluge, gute Plays gehen, es klappt nicht. Ja, übel. Also wirklich so, nee, so diese janky F-Smashes, also die halt wirklich klappen. Oh, er geht direkt für die Down, der stark. Okay, das war geil. Möglicherweise mein Lieblingsset heute. Es ist schon das unterhaltsamste bisher. Auf jeden Fall. Magic Lady war ein gutes Set und das ist einfach ein nice Set, so ein richtig witziges. Das ist das, was Melee ist, einfach jank. Es geht ja auch um den zweitbesten Waffen Berlin tatsächlich. True. Also, obwohl vielleicht auch den besten, weil die haben noch nicht gegen Arthur gespielt. Der ist auch true, würde ich auch gerne mal sehen, wie Arthur das Map Tattoo handelt. Vielleicht geht er dann auch in diesem Modus. Vielleicht macht er legitim nur FOF-Smash. Oben auf Tage mit einem ganz schnellen Start. Oh oh. Ja. Mhm. Ja, richtig sick. Das ist der Traumpunish. Aber er wartet einfach. Das war einfach länger als er sollte, aber es war trotzdem gut. Mhm. Mhm. Okay, die Folge habe ich nicht ganz verstanden, aber hat was gesehen, was ich nicht gesehen habe. Schön. Und wie? Falsche Richtung. Naja, F-Smash? Nee, aber es kommt wohl nicht. Die Tippelbox von Uptail sah gerade sehr, sehr close zum Killen aus, obwohl er noch unter 100% war. Schön. Oh, was passiert hier? Oh shit. Oh, das grabbt er, ja. Längste Arm im Game. Oh, was? Dass er mir nicht tot, die Ledge tot gesnappt hat. Ja, das war schade. Aber kleiner Leaf auf Target, aber eigentlich nichts, ne? Ja, direkter F-Smash. Da kannst du nicht jumpen, du musst schön die Taste gedrückt halten. Immer im Schild bleiben. Du weißt, in dieser Situation kommt der F-Smash. Irgendwann muss er kommen. Ich glaube, auf Yoshis wird es, glaube ich, auch nochmal ein bisschen eskalieren mit dem Yellow Stick. Ja, es ist halt einfach viel zu einladend. Ja, auf jeden Fall. Okay, Messer wahrscheinlich. Ja, aber er will direkt schwingen. Diesmal hätte er leider sogar warten müssen. What? Ja, G-Files mit der Vision. Oh. Wow. Okay, stark vom Off-Target. Auch ein bisschen weg fürs von G-Files, ne? Schlechtes Side-B hat die G-Files gemacht. Vielleicht Panik. Oh, er war ready. Respektabel, der F-Smash, aber er war ready. Ja. Oh, noch eins. Oh, schade. Ich glaube, er hätte einfach weiter downtilten können. Schön. Oh, mein Randall. Der ist mal so knapp. Low. Ja. Uptilt. Oh, Nerf und Ledge ist ja ziemlich juicy, aber er kriegt nichts. Down Air. Das ist ein Randall? Oh, was? Oh, der ist. Oh, mein Gott. Bob Target macht einfach weiter. Oh, ja. Das Downtilt wird gegrabt, wenn das so nah ist. Das war sick. Ja, es ist viel zu close. Jo. Oh, beide rollen weg. Jetzt muss die Frage, wer zuerst den gelben Stick entdeckt. Schön. Oh, G-Pass hat ihn gefunden. Er hat auf seinen Controller geschaut. Oh, da ist er. Auf Tage compose ich nochmal. Muss mal ganz stark drüber nachdenken, was jetzt als nächstes kommt. Es sind zu viele Aerials. Er hätte den alten Reliable nehmen sollen. Yeah. Ja. Ja. Er war, aber G-Pipe ist auch ready. Oh. Aber es ist noch nichts vorbei. Ja, in diesem Matchup können Comebacks einfach so passieren. Oh, was? What? Oh mein Gott. Er geht für F-Smash, ich würde mich nicht mal irgendwann trauen würde. Das ist verrückt. Okay, er piekst ihn. Ja. Aber kein Kill. Darf nicht geupdatet werden. Schön. Oh mein Gott. Becker, ja. Das hat noch nie geklappt. Es hat wirklich noch nie funktioniert. Das haben wir schon zu oft gesehen. Oh, der Abi, die stark von G-Pipes. Auf jeden Fall super Set. Das war sehr unterhaltsam. Nice. Und sogar G-Pipes gewonnen. Ich dachte auch, Bob Tage nach dem ersten Game, er würde es nach Hause nehmen, aber G-Pipes hat uns gezeigt, aus welchem Holz er geschnitten ist.